Hallo zusammen aus Straßburg. Ein in den Medien viel zitiertes Thema während unserer Plenartagung war die Zusammenarbeit mit der Türkei. Leider haben ja die letzten Wochen gezeigt, dass der türkische Präsident Erdogan alles andere als er wirklich ein leichter Partner ist. Wer mit Kritik und satirischer Überspitzung, selbst wenn sie mit dem Holzhammer daherkommt, offensichtlich überhaupt nicht umgehen kann, entfernt sich leider auch von Europa. An einer Zusammenarbeit kommen wir aber trotzdem nicht vorbei. Wir dürfen aber nicht alle Verantwortung in der Flüchtlingsfrage von Europa an die Türkei auslagern. Deswegen müssen eigene europäische Lösungen endlich auch gefunden werden. Das heißt auch, dass wir weiter an einigen extrem dicken Brettern bohren müssen. Und zwar mehr Solidarität bei der Verteilung von Flüchtlingen in der EU und zweitens mehr legale Wege nach Europa. Dann das Thema AfD. Man muss den Front National nicht lieben, aber es kann der Moment kommen, in dem man sagen muss, wir können mit dem Front National zusammenwirken. Das Zitat stammt von Alexander Gauland, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der AfD. Das ist aus meiner Sicht eine Zäsur in der deutschen Parteienlandschaft. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands will eine Partei, die in vielen Parlamenten leider vertreten ist und wahrscheinlich auch den Einzug in den nächsten Bundestag schafft, mit einer rechtsradikalen Partei wie der Front National zusammenarbeiten. Besser spät als nie gilt auch für die konservative EKR-Fraktion im EU-Parlament, die die beiden AfD-Abgeordneten Markus Pretzel und Beatrix von Storch endlich vor die Türe gesetzt hat. Die Aufforderung zum Schießbefehl auf Flüchtlinge an der Grenze hat hier wahrscheinlich dann endlich auch mal das Fass zum Überlaufen gebracht. Über den Umgang mit den extremen Rechten haben wir am Dienstag in der Fraktion mit dem französischen Ministerpräsidenten Manuel Valls diskutiert. Und gestern Abend ist das Thema auch bei einem entspannten Arbeitstreffen mit den französischen Kolleginnen und Kollegen der Parti Socialist nochmal aufgegriffen worden. PNA Datenschutz. Heute wurde auch über das Datenschutzpaket, also über die Datenschutzgrundverordnung und über die Datenschutzrichtlinie im Bereich Polizei und Justiz und nach 4 Jahren intensiver Verhandlungen mit Rat und Kommission dann endlich abgestimmt. Die Datenschutzgrundverordnung, es ist kaum zu glauben, aber die bis jetzt gültige europäische Datenschutzrichtlinie stammt aus dem Jahr 1995. Dass die vor 20 Jahren beschlossenen Datenschutzregeln heute nicht mehr zeitgemäß sind, ich denke, das steht außer Frage. Immerhin hat in den letzten 20 Jahren eine regelrechte digitale Revolution stattgefunden. Außerdem die Richtlinie aus 95 hat auch keine einheitlichen europäischen Regeln, sondern ist ein Flickenteppich aus 28 nationalen Datenschutzregeln. Und jetzt mit der neuen Datenschutzgrundverordnung werden Bürgerinnen und Bürger besser über ihre Rechte informiert, können ihre Informationen leichter löschen lassen bzw. sie von einem wieder vom nächsten Anbieter übertragen. Die Datenschutzrichtlinie im Bereich Polizei und Justiz wurde auch parallel zur Datenschutzgrundverordnung verhandelt. Hier war es wichtig, endlich strenge Regeln für Zugriff von Strafverfolgungsbehörden auf personenbezogene Daten zu schaffen. Abgestimmt haben wir heute auch über das sogenannte PNR-Abkommen, das zur Speicherung, Verarbeitung und zum Austausch der Fluggastdaten durch die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität taugen soll. Konkret werden PNR-Angaben zu Fluggästen, die von Fluggesellschaften für operative Zwecke gespeichert werden, wie zum Beispiel die Namen der Fluggäste, Reisedaten, Reiserouten und Zahlungsart. Diese Daten müssen nun 5 Jahre gespeichert werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich an dieser Stelle von meiner Arbeit als Berichterstatterin für eine Stellungnahme zu einer Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse berichtet habe. Heute ist dann diese Richtlinie im Plenum angenommen worden. Auf unseren Druck hin ist der Kommissionsvorschlag deutlich verbessert worden. Wir machen es einerseits leichter für kleine Unternehmen, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Sie wissen jetzt, die Unternehmen, dass überall in Europa ein einheitliches Schutzniveau für ihr Know-how besteht. Andererseits haben wir die Rechte von Whistleblowern und Arbeitnehmern ganz klar abgesichert. Meiner Meinung nach ist hier ein wirklich gutes Paket geschnürt worden. Ja, soweit heute von der Plenarsitzung in Straßburg. Ich fahre jetzt wieder heim nach Nordhessen und vielleicht begegnen wir uns ja auf irgendeiner Veranstaltung am Wochenende. Und falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich jeden von euch
ein schönes sonniges Wochenende und bis bald, eure Martina.